Heute mit der spannenden Frage, ob die Schauspielerin Amber Heard eine Persönlichkeitsstörung hat oder ob sie die Wahrheit sagt, dass Johnny Depp sie angreift und verprügelt. Wir sehen uns das hier an auf Neurodings. Der Streit zieht sich schon Jahre, aber Amber Heard und Johnny Depp sind seit einigen Wochen wieder groß in den Schlagzeilen mit der Schlammschlacht, mit dem Trennungsrosenkrieg, der geführt wird und wo Einzelheiten jetzt immer mehr breit getreten werden. Wir sehen uns an, wie ist Amber Heard gestrickt? Was hat sie veranlagt vom Horoskop her? Ich habe noch weitere zwei Videos dazu gemacht. Eines über Johnny Depp, über sein Horoskop, ob es zeigt, dass er gewalttätig ist oder nicht. Und eines als Paarhoroskop, was sie so zusammenhält und zusammengezogen hat, trotz dieser ganzen Krisen lange Zeit nicht voneinander loszukönnen, welche Mechanismen da dahinter stecken. Ich verlinke dir diese anderen beiden Videos am Ende dieses Videos, kannst du auch den Link in der Videobeschreibung anklicken. Das ist unterhalb von diesem Video, da kommst du zu der Videobeschreibung. Jetzt geht es rein um das Horoskop von Amber Heard. Wir haben keine gesicherte Uhrzeit, deshalb siehst du dieses Horoskop hier ohne Einteilungen. Wir haben keinen Aszendenten, so ist es eben, wenn man keine Uhrzeit hat. Macht aber nichts, denn wir können allein aus den Planetenkonstellationen sehr, sehr viel herauslesen. Und wir sehen uns danach an, wie geht es denn jetzt weiter mit Amber? Was ist das für ein Mensch? Rein einmal von der Horoskopanalyse her. Und hat sie eine Persönlichkeitsstörung? Bringt sie die schon mit? Oder hat sich die durch Ereignisse ausgelöst und geht es in Richtung Borderline? Die Psychologen sehen es auf ihre Art und Weise an und wir können das jetzt astrologisch sehen. Vorab gesagt, es gibt keine ganz klare, egal bei welcher Krankheit, Konstellation, wo man sagt, zu 100% jeder, der das hat, automatisch ist gleich diese oder jene psychische oder körperliche Erkrankung. Kann man nicht, aber man kann schauen, wann schon im Außen diese Tendenz vermutet werden, zu sehen, finden wir da was im Horoskop. Du weißt ja vielleicht, dass dieses Horoskopbild, das zum Zeitpunkt der Geburt gilt, auch das ganze Leben lang gültig ist. Und natürlich lebt man es als 5-Jähriger anders als 50-Jähriger. Man entwickelt sich ja weiter in manchen Bereichen, der eine mehr, der andere weniger, durch diese Krisen, durch Ereignisse im Außen, die immer wieder triggern. Wir sehen uns das jetzt einmal an und du machst dir dann bitte selbst dein Bild, was du davon zu halten hast. Wäre auch interessant, wenn du das in den Kommentar schreibst, wie du die Sache so siehst. Wir haben also, wie gesagt, durch die fehlende Uhrzeit keinen Aszendenten, aber wir können uns einmal anschauen, wie dieser Mensch so grundsätzlich mal selbst gestrickt ist. Es ist die Sonne, die wir uns dazu ansehen, Sonne im Stier, ein Mensch, der sehr viel Sicherheit braucht und in einer Herde eingebettet sein möchte. Das Ganze sehr perfektionistisch mit Sonne Pluto und einem bestimmten Plan folgend, beziehungsweise ist es eine Vaterthematik. Später übernimmt ja der Mann die Rolle des Vaters, aber als Kind ist es jemand, der immer dem Vater gefallen möchte und das aber nie erreicht, weil eben die Beziehung zu ihm nicht in der Art möglich ist, wie das Kind es gebraucht hätte. Und da sich unbewusst Verhaltensweisen anlernt oder einprägt, die diesem Bild, dem Idealbild des Vaters entsprechen. Es kann auch sein, dass der Vater erhöht wird, dass der gar nicht so gesehen wird, wie der in Wirklichkeit ist, sondern eher idealisiert wird. Dieses Vaterbild nimmt die Person dann auch in ihre Beziehungen natürlich mit. Wir haben hier noch eine Verbindung zu Neptun, eventuell auch zu Mars, wenn wir einen großen Orbis nehmen. Das bedeutet auch eine Empfindsamkeit oder eine große Unsicherheit, die dieser Mensch mit sich trägt. Und je stärker dieser Druck wird, jemanden anderen zu gefallen oder sich für den zu verbiegen, desto größer wird auch die Angst, beziehungsweise umgekehrt kompensieren das manche Menschen, dieses Sonne-Pluto, und unterdrücken dann andere, schauen immer, dass sie jemand anderen, im Speziellen da auch Männer, kontrollieren können, weil sie sonst das Gefühl haben, verloren zu sein. Das einmal rein von der Sonne her. Wir schauen uns die Gefühlswelt an. Mond in der Waage ist sehr harmoniebedürftig zum einen, aber andererseits hier eine Problematik zum Merkur, Gefühle wirklich auszudrücken, Bedürfnisse auszudrücken, das zu formulieren. Und auch hier mit Mars-Mond eine Komponente, die zu Jezuan zugeordnet wird. Mit Mars überschnell reagiert man hier. Mars steht im Steinbock, was für Mars-Saturn steht. Und das ist so
diese Grenzgänger-Thematik, immer extremst an die Grenzen zu gehen, um sich Mond überhaupt zu spüren. Auch dieses dich verletzen oder andere verletzen, um die eigene Gefühlswelt wahrzunehmen. Funktioniert ohnehin nicht gut mit dem Quadrat, aber es wird halt immer wieder probiert. Und was gebraucht wird, wäre so eine stabile emotionale Grundversorgung oder Basis, die diesen Menschen helfen könnte. Was möchte die Amber von der Beziehung her? Die Venus steht hier ganz alleine, an und für sich sehr gut im Zeichen Stier, weil sie dazugeordnet ist, in der Beziehung ein ganz ein wichtiger Aspekt, Sicherheit zu haben und zu bekommen. Ich arbeite in der Astrologie auch mit Spiegelpunkten. Das ist eine Methode, wo über bestimmte Punkte im Horoskop wie ein Spiegel hinübergespiegelt wird, zum Beispiel an dieser Linie. Wenn die Entfernung hier gleich weit ist von diesen beiden Planeten, dann kann man die auch wiederum gemeinsam deuten. Und Uranus Neptun spricht hier für mangelnde Kontrolle des Oberbewusstseins und das führt zu Unklarheiten, auch zu einer Haltlosigkeit, zu einem Mangel an seelischem Gleichgewicht, der da empfunden wird. Spiegelpunkte insgesamt zeigen auch unbewusste Schattenanteile auf. Das heißt, es sind Persönlichkeitsmerkmale und Anteile, die dem Menschen selbst nicht bewusst sind oder die verleugnet werden und viele Jahre gar nicht bemerkt werden. Manchmal wird es nach außen projiziert, das heißt, man zeigt dann mit dem Finger auf andere Menschen, dass die das so machen, aber eigentlich ist es ein Aspekt, den man in sich selbst trägt und man wehrt diesen Schatten ab. Irgendwann kommt es zu Ereignissen im Außen, damit man die Möglichkeit hat, diesen Schatten anzunehmen und anzuschauen, je nachdem, wie entwickelt ein Mensch dann ist. Eine Borderline-Erkrankung, die diagnostiziert wurde von Psychologen, die wird als Persönlichkeitsstörung definiert, die extremste Kräfte freisetzt. Wir haben hier auch Mars Pluto und dieser Mars im Steinbock ist ein sehr harter Mars. Er wirkt direkt auf die Gefühlsebene mit dieser Konstellation und wird durch den Jupiter noch mehr befeuert. Also es ist eine riesengroße Kraft und eine riesengroße Energie, die sich sehr negativ auf die Gefühlsebene auswirkt, speziell in Beziehungen. Und es wäre auch diese Definition der Persönlichkeitsstörung, wo gesagt wird, es sind enorme Kräfte, wenn da was getriggert wird, die Leute rasten regelrecht aus. Der das beobachtet, der weiß jetzt gar nicht, wie ihm geschieht. Und danach folgt meistens ein Rückzug. Danach erst bemerkt der Mensch, dass jetzt irgendwas schiefgelaufen ist, dass er was getan hat, was er gar nicht tun wollte und zieht sich wieder zurück. Kann sein, dass die Menschen dann extrem angepasst sind. Aber das dauert nicht lange an, weil es sehr viele Trigger gibt. Das heißt, Auslösungsmomente, die dieses rasche Aufflackern dieser riesengroßen Kraft, das sind im Grunde Gefühle, die extremst unterdrückt werden, dass die wieder zum Vorschein kommen und dann dieses Verhalten nach außen extrem verstärken. Wir sehen uns in dem anderen Video dann an, wie die beiden Horoskope zusammenspielen, weil es braucht ja auch immer ein Gegenüber, das das auslöst, das Ganze, und das Verhaltensmuster sozusagen genährt wird. Wir haben hier zwei karmische Punkte, beziehungsweise auch wieder Schattenthemen mit der Lilith. Lilith Merkur, Lilith Mond, Lilith Saturn, also auch diese Planeten, die wiederum, so wie wir es vorhin gesehen haben, eine Unterdrückung der Gefühle anzeigt, eine Anpassung, die dann zu stark wird und sich dann hier mit Merkur Mars entlädt, wo die Energie freigesetzt wird und ein Ventil nach außen braucht. Es wird auch diskutiert in der Öffentlichkeit, beziehungsweise wurde schon beobachtet, dass sie dem Alkohol oder den Drogen auch sehr zugetan ist. Mars Neptun wäre so ein Trigger, auch Mars Pluto, eine Konstellation, die ich auch oft als Schnellkochtopf-Konstellation bezeichne, damit man ein Bild dazu hat, wo quasi etwas mit großem Druck im Innen vorhanden ist und wenn man das falsch handhabt, auf den falschen Knopf drückt oder zu einer falschen Zeit das alles ausfährt und nach außen geht. Das ist so eine Komponente, die hier da ist. Und mit dem Spiegelpunkt Uranus-Neptun und Mars-Neptun mit einer ziemlichen Plötzlichkeit dann zur Verwirklichung kommt. Mit Verletzung Mars, mit destruktiver Energie, mit sehr viel Druck und extrem viel Kraft, mit Verletzungen von sich selbst, von anderen, im Speziellen auch im Worte Mars, Merkur, die spitze Zunge und auch in Taten.
Soweit zum Horoskop, wohl wissend, dass wir keine Häusereinteilung haben, damit keine Lebensbereiche jetzt exakt zuordnen können. Aber diese Aspekte alleine sind ja schon sehr aussagekräftig. Und wir sehen uns jetzt an, wie geht's dir denn jetzt? Es steckt ja auch hinter einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, ein Mensch mit seinem Inneren. Man darf nicht vergessen, dass was von den Medien nach außen gegeben wird, ja auch nicht immer die Wahrheit ist oder anders dargestellt wird. Und es sind auch beide Schauspieler, das auch nicht zu vergessen, die sehr gut in eine Rolle schlüpfen können. Wir sehen uns jetzt die Transite an, das heißt die Zeitqualität im Jetzt und wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht und wie es ihr jetzt selbst als Mensch ergeht. Dazu nehmen wir die jetzige Zeitqualität dazu. Wir beginnen mit Saturn, der Planet der Einschränkung, der Blockaden, aber auch mit dem Auftrag, sich ein Recht zu nehmen oder da in diesem Lebensbereich Änderungen vorzunehmen, und zwar für längere Zeit. Und diese Änderungen sind eher ein Minimieren von etwas als ein Ausdehnen. Mit Saturn-Venus-Quadrat, ein herausfordernder Aspekt, zeigt einfach an, dass in Liebesdingen, auch in finanziellen Dingen, das hier nicht zum Besten steht. Es ist eine große Herausforderung, die man zu meistern hat. Mit dem Hintergrund, man sollte sich klar werden, was möchte man in Beziehungen, was ist einem wirklich etwas wert und was ist man sich selbst wert, das einmal zu hinterfragen. Das wäre so dieser Entwicklungsprozess dahinter, unabhängig von dem Ganzen drumherum im Außen. Und dieser Aspekt dauert noch längere Zeit an, weil Saturn eben wieder rückläufig wird und da einige Male über die Venus, über das Symbol der Liebe und der Finanzen und Werte Partnerschaft drüber geht. In weiterer Folge auch ein Trennungsaspekt. Saturn-Uranus ist auch immer eine Befreiung, eine Trennung, die da ist. Noch einmal, das Ganze läuft ja schon sehr lange, dieser Trennungs- und Ablösungsprozess. Und Saturn-Venus dann noch einmal zum Jahreswechsel auf 2023, der dann auf ihrer Venus steht. Und dann sollte soweit klar sein, was man möchte in einer Beziehung, beziehungsweise diese Herausforderungen auch gemeistert sein. Aber es ist einfach so, man sieht ein längerer Prozess noch über längere Monate, der ihren Selbstwert beschäftigt, der auch auf ihr Geld und auf ihre Finanzen eine Auswirkung hat. Wir schauen jetzt wieder in den Mai 2022, das ist der Zeitpunkt, wo ich dieses Video mache. Und wir sehen hier den Uranus in Verbindung mit dem Jupiter. Uranus, Jupiter bringt eine Erkenntnis, bringt eine glückliche Wende für sie selbst. Wir können es jetzt nicht in Lebensbereiche zuordnen, da eben die Geburtszeit fehlt. Aber es ist eine Chance, die ihr das Schicksal bietet, da noch mit dem blauen Auge davonzukommen, eine sehr überraschende Wende auch einzuleiten. Das wäre die Chance dahinter, das zu ergreifen. Allerdings ist der Pluto auf der Mondknotenachse und da tendiert man eher noch festzuhalten, eher noch das Leid zu vergrößern. Pluto ist der Schatten, Pluto ist alles das, was man von Generationen mitgenommen hat, ungefragt übernommen hat und was meistens nicht bewusst ist. Wenn jemand sehr viel an sich arbeitet und sich diese Funktionsweisen bewusst macht, dann kann es sein, dass der das anders leben kann. Aber nachdem Menschen in der Öffentlichkeit schon sehr viel im Außen sind und viel Energie eben für das Außen einsetzen, bleibt meist nicht so viel übrig, sich wirklich mit sich selbst zu befassen. Gerade bei Schauspielern, die ja dann doch immer Rollen spielen und in andere Identitäten eintauchen, nehme ich mal an, dass dieser Reifeprozess nicht gleich stattfindet oder stattgefunden hat. Daher, Pluto bleibt ja eine Zeit lang noch im Steinbock, bevor er endgültig in den Wassermann geht. Und da hat sie eben Pluto-Mondknoten im Quadrat auch zum Absteigenden und dadurch auch mitunter eine karmische Komponente, die hier ist. Und in Verbindungen eher den Weg zu gehen, der einen runterzieht oder der noch mehr Leid bringt, der noch mehr Druck verursacht und Komplikationen, ist eben eher zu erwarten, dass sie diesen Weg einschlägt, obwohl sie da jetzt gerade im Mai gute Chance hätte, da herauszuspringen und herauszukommen durch eine rasche Aktion. Die Chance ist da, der Aspekt dauert länger und im Herbst dann ein Aspekt Pluto Venus, wo es sehr schwer fällt, loszulassen. Man möchte die Bindung aufrechterhalten, man möchte sich an jemanden oder etwas binden. Das sind diese Werte, die sie sich geschaffen hat und auch Beziehungen, wo da kaum
Freiraum oder freies Handeln möglich sind. März, April 2023, wenn der Pluto in den Wassermann geht, auch dieses Pluto-Sonne, wo es noch einmal Krisen gibt, die sie selbst betreffen. Pluto wandert dann zurück und dann noch einmal vor, also auch wieder längerer Zeitraum. Wenn jetzt jemand, der diesen Druck auf sie selbst und Pluto-Sonne hat sie ja grundsätzlich angelegt, verstärkt, die beste Möglichkeit wäre da wirklich psychotherapeutisch zu arbeiten. Da könnte man sehr, sehr viel erreichen für sich selbst. Nämlich auch die Frage ist, ob sie das dann nützt oder eher wieder in das Unterdrücken geht, in die Fremdbestimmung. Transit Neptun zeigt eine Verbindung zur Venus. Das ist auch eine Unsicherheit, aber auch mit diesem durchaus harmonischen Aspekt sich eine Scheinwelt oder Vision der Liebe und des Geldes aufzubauen. Es sind große Wünsche da und auch die Illusion, die Vision, sich diesen Wunsch zu erfüllen, dass alles glatt geht. Allerdings geht Neptun wieder zurück und geht dann im Herbst und gegen Ende des Jahres in den herausfordernden Aspekt zu Uranus. Wir haben ja vorher Neptun-Uranus im Spiegelpunkt schon besprochen. Diese Ausschaltung des Oberbewusstseins, dieser Mangel an seelischem Gleichgewicht, außergewöhnliche Neigungen, die jemand hat dadurch und auch verworrene seelische Zustände angezeigt werden dadurch. Und das wird verstärkt durch diesen Neptun. Dann sind auch die Medien durchaus möglich, dass die dann auch sehr negativ berichten oder auf sie einwirken. Und auch die Schauspielerei würde hier betroffen sein von dem Ganzen. Also ein Aspekt, der dieses Chaos, das sie in sich empfindet, dann verstärkt. Was auf jeden Fall extrem schlecht sein würde, wären Drogen, in welcher Form auch immer, in Abhängigkeiten da zu gehen, dadurch versuchen auszugleichen, weil das gerade in diesem Zeitpunkt mit dem Quadrat einen extrem schlechten Einfluss auf diesen Menschen hätte. Wir wollen uns noch ansehen, ob der Jupiter eine Besserung bringt. Jupiter steht ja immer für Gerechtigkeit, auch für Erfolg. Er macht alles größer und alles besser, alles positiver, aber er kann natürlich auch etwas Schlechtes, das da ist, verstärken und davon mehr machen, je nachdem, wie sich jemand entwickelt. Wir schauen einmal, in welche Richtung das es hier geht. Es beginnt mit Jupiter-Neptun im Juni. Das sind sehr große Erwartungen, die da sind, aber die nicht erfüllt werden. Das ist eine Übertreibung an Wünschen oder Illusionen, die man da hat, die nichts oder sehr wenig mit der Realität zu tun haben. Und wenn man eben so eine Wunschblase hat, dann zerplatzt die auch wieder mal. Und das bringt dann Ernüchterung und Enttäuschung. Wir haben hier Jupiter-Mond, eine Fülle an Gefühlen, möglicherweise auch zu viel. Jupiter-Mond ist an und für sich ein sehr positiver Aspekt, wo Gefühle hervorkommen, kommt darauf an, wie die eben angelegt sind vom Grundhoroskop her. Und da haben wir eben zuerst dieses Aspektmuster gesehen, dass hier emotional auch sehr getriggert werden kann. Mit Jupiter Saturn könnte eine Stabilisierung eintreten. Und da Jupiter an diesen Aspektpunkten rückläufig wird und dann wieder nach vorgeht, dauert diese Zeitspanne länger und es geht immer wieder um dieses zu viel, um diese Übertreibung, ein Übermaß an falschem Weg oder auch den falschen Leuten zu vertrauen. Es ist jedenfalls eine Illusion, die dann platzt. Man sucht eigentlich Stabilität, man möchte mal ein bisschen Ruhe haben und dann kommen wieder diese Fülle an Gefühlen wieder hervor, die einen wieder in einen unangenehmen Zustand bringt. Jupiter macht ja normalerweise einiges gut. In diesem Fall ist es ein Vermehren von nebulosen Zuständen oder auch Gefühlen, also ein Hin und Her von Gefühlen, wo es dann schwerfällt, das für sich richtig zu deuten und auszuleben. Dieser Prozess ist dann abgeschlossen ungefähr jetzt in einem Jahr, im Frühling 2023, wo sie dann einen positiven Aspekt bekommt mit Jupiter-Uranus, ist die glückliche Wende. Auch der Saturn ist hier sehr positiv gestellt zur Sonne, das heißt eine Stabilisierungsphase, die hier kommt, sich wieder sicher zu fühlen. Und in weiterer Folge mit Jupiter-Mars, Jupiter-Sonne, Jupiter-Pluto, Jupiter-Jupiter, dass wieder erfreulichere Dinge ins Leben gezogen werden und diese starke, krisenhafte Zeit dann ein Ende nimmt. Du kannst dir dazu auch das Horoskop von Johnny Depp ansehen, ist ein ganz interessanter Vergleich. Wer übernimmt welche Rolle und auch das Partnerschaftshoroskop, da habe ich ein extra Video gemacht, wie beide zusammenhängen und warum die nicht voneinander los können und es so derart in der Öffentlichkeit so lange Zeit ausagieren müssen. Bis zum nächsten Video, Silvia von Astrodings.